Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Schäfer-Gümbel. Das Wort hat der Abg. Wagner, Fraktionsvorsitzender BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Kollege Schäfer-Gümbel, bei Ihren Ausführungen, die Sie zum Schluss zum Thema Populismus gemacht haben, und die Parallelen, die Sie da gezogen haben, und die Linien, die Sie da gezogen hat, es hat mir schlicht den Atem verschlagen. Und ich bitte Sie, schlicht darüber einfach noch einmal nachzudenken, es nach Möglichkeit nicht zu wiederholen. Sonst können wir das irgendwann einmal vertiefend diskutieren. Aber das hat ein Niveau unterboten, was ich nicht für möglich gehalten hätte in dieser Debatte. Ich habe zu Beginn einer Legislaturperiode immer wieder neu die Hoffnung, dass die neue Wahlperiode des Hessischen Landtags doch irgendwie anders ist als die vorhergehenden Wahlperioden, dass wir vielleicht an die Themen neu rangehen, dass wir uns die Zeit nehmen, der Anstrengung unterwerfen, vielleicht den einen oder anderen Textbaustein noch einmal zu überprüfen. Das wurde von dem Verlauf des gestrigen Tages, aber jetzt auch von den Ausführungen des Oppositionsführers in dieser Hoffnung leider erneut enttäuscht, meine Damen und Herren. Es gibt ja so eine Tradition für parlamentarische Initiativen, dass da eine Diskontinuität gilt, also dass die Initiativen, die in einer Wahlperiode eingebracht sind, nicht nahtlos fortgeführt werden in der nächsten Wahlperiode. Vielleicht würde dieses Prinzip der Diskontinuität und des neuen Nachdenkens über Probleme und des neuen Nachdenkens über Debatten, vielleicht würde das auch mancher Rede guttun. Wir sind seit dem Wahlkampf 5 Monate weiter. Die Welt hat sich weiter gedreht. Probleme sind erhalten geblieben oder Probleme haben sich neu gestellt. Vielleicht nehmen wir uns alle die Freiheit, das in unseren Redebeiträgen auch zu berücksichtigen, meine Damen und Herren. Ich glaube, es täte uns allen gut, wenn wir neu an die Themen herangehen würden in dieser 20. Wahlperiode, statt uns die immer gleichen Textbausteine um die Ohren zu hauen. Ich glaube, es täte uns allen gut, wenn die Regierung nicht so täte, als könnte sie zaubern, und die Opposition zur Kenntnis nehmen würde, dass auch sie das Geld nicht drucken könnte. Meine Damen und Herren, ich glaube, es täte uns gut, wenn wir uns gegenseitig nicht Unwilligkeit oder gar Unfähigkeit unterstellen würden, sondern tatsächlich um die besten Lösungen in der Sache ringen würden. Herr Schäfer-Gümbel, Sie haben die Amtszeit der Ministerinnen und Minister zu Beginn Ihrer Rede angesprochen. Und für Sie war das Ausdruck oder Ausweis der Frage, ob es Innovation gibt, ob es neue Ansätze gibt, ob es einen Aufbruch gibt. Schauen wir uns die Amtszeit der Ministerinnen und Minister an. Kollegin Dorn, Kollege Klose, Kollegin Sinemus, Entschuldigung, sind seit 2019 im Amt. Kollege Al-Wazir, Kollegin Hinz, Kollege Beuth, Kollege Lorz sind seit 2014 im Amt. Kollege Wintermeyer, Kollegin Puttrich sind seit 2010 Minister. Kollege Schäfer ist ebenfalls seit 2010 Minister. Frau Kühne-Hörmann ist seit 2009 Ministerin. Herr Kollege Schäfer-Gümbel, kein Minister ist länger im Amt als Sie im Amt des Oppositionsführers. Herr Schäfer-Gümbel, ich käme niemals auf die Idee, Ihre 10-jährige Amtszeit als Oppositionsführer zum Anlass zu nehmen, Ihnen mangelnde Kreativität, mangelnde Schaffenskraft,
mangelnde neue Ideen vorzuwerfen. Vielleicht tun Sie es in Bezug auf die Landesregierung auch nicht, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Und wenn Sie einen leibhaftigen und lebhaften Beweis wollen, dass Jahreszahlen, das Alter, das Amtsdauern überhaupt nichts über geistige und sonstige Vitalität aussagen, dann gehen Sie zwei Reihen nach hinten zum Kollegen Kaufmann, zum ältesten Mitglied unserer grünen Landtagsfraktion. Dann wissen Sie, dass biologisches Alter über geistige Frische aber gerade mal gar nichts aussagt, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Wir beginnen diese 20. Wahlperiode des Hessischen Landtags in einer Zeit, in der auf der Welt viel in Veränderung ist, meine Damen und Herren. Wir haben in dieser 60 Minuten kann ich das gut abwarten. Also wenn es noch etwas zu klären gibt, ich will nicht stören. Also, ihr Lieben, meine Damen und Herren, das Wort hat der Fraktionsvorsitzende von BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Und die zwei jungen Leute können das draußen machen, wenn sie wollen. Dann sehen wir weiter. Wir erleben in diesem Jahr den 30. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer. Und mit dem Fall der Berliner Mauer war für uns alle, war in Europa, war weltweit die Hoffnung verbunden, dass ein Zeitalter von Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit endgültig auf der ganzen Welt angebrochen ist. Meine Damen und Herren, es sah lange Zeit auch ziemlich gut aus. Es hat sich in diese Richtung entwickelt. Demokratie war auf dem Vormarsch, Rechtsstaatlichkeit war auf dem Vormarsch. Wir müssen nur in den vergangenen Jahren feststellen, dass diese Entwicklung nicht mehr so weitergeht. Wir erleben, dass selbst in gefestigten Demokratien wie den Vereinigten Staaten Populismus an der Tagesordnung ist, dass es um Fake News und nicht mehr um sachliches Regierungshandeln gilt und dass wir diese Entwicklung in vielen anderen Nationen auf dieser Welt haben. Es ist eine Rahmenbedingung, in der dieser 20. Hessische Landtag zusammenkommt. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass 70 Jahre nach den Anfängen der Europäischen Union mit Großbritannien erstmals ein Land die Europäische Union wieder verlassen will. Dass es also nicht mehr darum geht, mehr Europa zu realisieren. So bin ich aufgewachsen. Es wird immer mehr Europa, es wird mehr Gemeinschaft, es gibt weniger Grenzen, es gibt mehr internationale Zusammenarbeit. Und wir erleben, dass auch das gefährdet und auf dem Rückzug ist und auch das unsere Debatten und unsere Arbeit hier im Landtag bestimmt. Und auch in Deutschland und in Hessen sind viele Menschen verunsichert. Fragen Sie sich, wie geht das auf dieser Welt weiter? Wie geht das weiter mit der Europäischen Union? Was ist mein Platz in der Globalisierung? Was ist mein Platz in einer Welt, die sich immer stärker digitalisiert? Und all diese Fragen zur Kenntnis zu nehmen und auf diese Fragen Antwort zu geben, ist unsere Aufgabe hier in diesem Hessischen Landtag. Die Wahlperiode dieses Landtages wird die Jahre 2019 bis 2024 umfassen. Wir gestalten in dieser Wahlperiode also die ersten Jahre eines neuen Jahrzehnts. Meine Damen und Herren, es sollte ein Jahrzehnt des ökologischen und sozialen Aufbruchs werden. Ein ökologischer Aufbruch ist nötig, weil wir nicht mehr unendlich viel Zeit haben, diesen Planeten zu retten und auch unseren Kindern und Kindeskindern eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen. Und es sollte ein Jahrzehnt des sozialen Aufbruchs sein, weil viele Menschen in Zeiten der Globalisierung, der Digitalisierung, der Individualisierung fragen, wo ist mein Platz in dieser Gesellschaft? Sie suchen nach Halt, sie suchen nach sozialer Sicherheit, ja, sie suchen Heimat. Und deshalb müssen wir auf all diese Fragen, auf die ökologische wie auf die soziale Herausforderung, eine Antwort geben. Und deshalb lassen Sie uns das erste Jahrzehnt zu einem Jahrzehnt des ökologischen und sozialen Aufbruchs in Hessen machen, meine Damen und Herren. Keine Sorge, wir glauben nicht, dass wir von Hessen allein aus die Welt retten können. Aber, meine Damen und Herren, wir wollen und wir müssen unseren Beitrag
dazu leisten. Global denken, lokal handeln ist aktueller denn je. Und um unseren Beitrag für den ökologischen und sozialen Aufbruch im kommenden Jahrzehnt zu leisten, damit haben wir im Koalitionsvertrag eine sehr gute Grundlage gelegt. Ökologischer Aufbruch bedeutet, sich noch intensiver um Umwelt- und Klimaschutz zu kümmern. Wir haben ja gestern schon über diese Debatte, über die Frage Klimaschutz diskutiert. Da wurde von einigen Rednerinnen und Rednern erwähnt, dass Deutschland nicht sehr gut ist bislang beim Erreichen der Klimaschutzziele. Ja, das ist ausdrücklich richtig. Aber die Antwort, Herr Kollege Rock, die Antwort darauf kann doch nicht sein, dass wir nachlassen in den Anstrengungen zum Klimaschutz, sondern sie muss doch heißen, dass wir uns mehr anstrengen, dass wir uns ambitioniertere Ziele setzen, dass wir den Klimaschutzplan hier in Hessen fortschreiben. Und genau das machen wir mit dem Klimaschutzziel 2030, -55% Emissionen. Wir brauchen mehr Klimaschutz und nicht weniger Klimaschutz, meine Damen und Herren. Und wenn wir unsere Natur auch für kommende Generationen erhalten wollen, dann ist es doch richtig, dass wir jetzt im Koalitionsvertrag vereinbart haben, dass wir 10% des Staatswalds aus der wirtschaftlichen Nutzung herausnehmen wollen und diesen Wald sich selbst überlassen, damit Natur erfahrbar bleibt, damit Natur Natur bleiben kann und damit in Hessen die Urwälder von morgen auch wachsen können. Das ist doch richtig, wenn wir eine lebenswerte Natur erhalten wollen, meine Damen und Herren. Und wir müssen uns um das große Ziel des Erhalts der biologischen Vielfalt kümmern. Und der Erhalt der biologischen Vielfalt oder Biodiversität, was für einen Hessen immer ein nicht so ganz leicht auszusprechendes Wort ist, das große Ziel des Erhalts der biologischen Vielfalt, das beginnt im ganz Kleinen, meine Damen und Herren. Und ich weiß ja, dass einige viele Jahre sich lustig gemacht haben, wie Umweltverbände, Grünen darauf hingewiesen haben, dass der Erhalt der biologischen Vielfalt sehr viel mit einem sehr kleinen Lebewesen zu tun hat, nämlich mit den Bienen. Und seit ein, zwei Jahren stellen wir fest, dass der stumme Frühling, also dass, wenn draußen alles grünt und blüht, wir nicht mehr das Summen von Insekten hören oder viel weniger als bislang, auf einmal ganz viele zum Nachdenken gebracht habt, ob das nicht ein Hinweis ist, dass wir beim Erhalt der biologischen Vielfalt auf einem ganz falschen Weg sind. Dass biologische Vielfalt nämlich nicht zunimmt oder nicht erhalten bleibt, sondern abnimmt und dass wir auch in diesem Bereich umsteuern müssen. Und deshalb ist es richtig, dass wir uns im Koalitionsvertrag auch in diesem Bereich ambitionierte Ziele gesetzt haben. Ich erwähne das Programm 100 wilde Bäche oder ich erwähne unsere Strategie zum Pestizidreduktionsplan. All das trägt ganz konkret dazu bei, Tieren Lebensräume zu erhalten und für die biologische Vielfalt einzutreten und die biologische Vielfalt und den Artenreichtum unserer Natur zu erhalten, meine Damen und Herren. Ökologischer Aufbruch bedeutet, das Mobilitätsbedürfnis der Menschen verträglicher für Mensch und Umwelt zu gestalten. Denn immer weniger Menschen sind bereit, die negativen Auswirkungen der Art, wie wir Mobilität organisieren, zu akzeptieren. Ich erwähne Lärm, ich erwähne Abgase, ich erwähne aber auch viele Innenstädte, die mehr autogerecht als menschengerecht sind. Und immer mehr Menschen sagen, wir wollen hier eine Veränderung, wir wollen und wir brauchen die Verkehrswende. Und auch das verstehen wir unter ökologischem Aufbruch, die Verkehrswende, eine andere Form von Mobilität zu organisieren, sie intelligenter, sie umweltverträglicher zu organisieren. Wir haben in den vergangenen 5 Jahren die Schienenprojekte, über die in Hessen über Jahre und über Jahrzehnte nur geredet wurde, endlich in die konkrete Planung gebracht. Die Regionaltangente West, die Nordmainische S-Bahn, der Ausbau der S6,
die ICE-Schnellbahntrassen. All diese Projekte sind in der vergangenen Legislaturperiode in die konkrete Planung gekommen. Und wir wollen in dieser Legislaturperiode so weit kommen, dass wir in den Stand der Realisierung bei diesen Projekten kommen, weil sie sind entscheidend für die Verkehrswende in Hessen, meine Damen und Herren. Aber wir bleiben damit nicht stehen. Wir planen schon das nächste große Ding. Wir planen das nächste große Ding, was schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehr angeht. Wir wollen einen Schienenring rund um Frankfurt als zentrales Zukunftsprojekt für den schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehr. Denn, meine Damen und Herren, auch bei allen Träumen über das autonom fahrende Auto, bei allen Wünschen an mehr Elektromobilität im Individualverkehr wird der schienengebundene öffentliche Personennahverkehr das Rückgrat einer zukunftsfähigen Mobilität bleiben, meine Damen und Herren. Und die Attraktivität von Bussen und Bahnen hängt ganz maßgeblich davon ab, dass sie einfach zu benutzen sind. Einfach zu benutzen. Und hier war die Einführung der Flatrate-Tickets ein echter Meilenstein, meine Damen und Herren. Wir haben noch in den 90er-Jahren das Studierendenticket auf den Weg gebracht. Seitdem haben alle Studierenden ein Ticket für Busse und Bahnen in Hessen in der Tasche. Wir haben in der vergangenen Legislaturperiode das Schülerticket auf den Weg gebracht, mit dem Schülerinnen und Schüler für 1 € am Tag alle Busse und Bahnen in Hessen nutzen können. Wir haben das Landesticket für den öffentlichen Dienst auf den Weg gebracht, sodass auch die Beschäftigten des Landes Busse und Bahnen kostengünstig nutzen können. Und jetzt wollen wir als nächsten Schritt das Seniorenticket verwirklichen. Und mit dem Seniorenticket muss noch lange nicht Schluss sein. Wir wollen ein günstiges Bürgerticket für alle Hessinnen und Hessen perspektivisch erreichen. 1 € am Tag, 365 € im Jahr. Alle öffentlichen Verkehrsmittel in Hessen. Das ist einfacher ÖPNV, das ist konkrete Verkehrswende, meine Damen und Herren. Verkehrswende bedeutet aber auch, sich um die Straßeninfrastruktur zu kümmern. Und auch hier haben wir bereits in der vergangenen Legislaturperiode die Trendwende eingeleitet. Die Trendwende, die heißt, Erhalt geht vor Neubau. Über Jahre und Jahrzehnte war es so, dass teilweise prestigeträchtige Neubauprojekte immer wichtiger waren als der Erhalt des Straßennetzes, was wir schon haben. Und das haben wir umgekehrt in der vergangenen Legislaturperiode. Und wir haben für diese Legislaturperiode des Hessischen Landtags das Ziel, dass es erstmals so sein wird, dass Hessen in den Erhalt der Straßen so viel investiert, wie für den Erhalt der Straßen auch notwendig ist. Das ist nachhaltige Verkehrspolitik, wie wir sie in diesem Koalitionsvertrag beschreiben. Es geht nicht darum, ein Verkehrsmittel gegen das andere auszuspielen. Es geht darum, dass jedes Verkehrsmittel auf seiner Distanz, auf den Bedürfnissen der Menschen entsprechend seine Stärken ausspielen kann. Und deshalb fördern wir den Radverkehr, weil der Radverkehr für viele Menschen auch jenseits des Freizeitverkehrs zu einer modernen, urbanen Verkehrsinfrastruktur dazugehört. Deshalb schaffen wir Radschnellwege, deshalb bauen wir ein Radnetz Hessen und deshalb unterstützen wir die Kommunen mit der AG Nahmobilität bei der Verwirklichung von konkreten Fördermaßnahmen in der Kommune für den Radverkehr. Alles gehört zusammen, meine Damen und Herren. Radfahren, zu Fuß gehen, Busse und Bahnen und natürlich auch der Individualverkehr. Das ist konkrete Verkehrswende für einen ökologischen Aufbruch in Hessen. Ökologischer Aufbruch bedeutet, dass wir auch im Bereich der Landwirtschaft umsteuern. Viele Menschen haben
ein ganz klares Gefühl. Gesunde Lebensmittel können nicht aus einer kranken Natur kommen. Und Sie haben keine Lust mehr, beim herzhaften Biss in ein Stück Fleisch an quälerische Tierhaltung zu denken. Und es ist unsere Aufgabe, die Landwirtschaftspolitik, die Unterstützung unserer Landwirtinnen und Landwirte so zu gestalten, dass das, was richtig ist, dass das, was Mensch und Umwelt dient, dass das, was die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen, sich für die Landwirtinnen und Landwirte auch tatsächlich finanziell auszahlt. Das ist die Aufgabe moderner Agrarpolitik. Und deshalb ist es richtig, dass wir Hessen zur Ökomodellregion in Deutschland machen wollen und dass wir den Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche auf 25% steigern wollen. Und wir machen das so, wie wir es in den vergangenen 5 Jahren auch schon gemacht haben. Wir spielen nicht die konventionellen Landwirte gegen die Ökolandwirte aus, sondern wir machen es gemeinsam, weil wir es gemeinsam voranbringen wollen und weil auch die Landwirtinnen und Landwirte unter einer Politik leiden, die viel zu lange an den Bedürfnissen des Weltmarkts orientiert war und nicht an den Bedürfnissen des Wochenmarkts. Und deshalb brauchen wir die Agrarwende, meine Damen und Herren. Und wer hätte gedacht, dass es mal so ist, dass die Fraktion Bündnis 90 die Grünen den einzigen Landwirt im Hessischen Landtag stellt? Herzlich willkommen, Hans-Jürgen Müller. Ökologischer Aufbruch bedeutet, das Zeitalter der erneuerbaren Energien in Hessen mutig zu gestalten. Und deshalb muss die Energiewende in den kommenden 5 Jahren auch in Hessen noch mehr Fahrt aufnehmen. Und wir haben ja in den vergangenen Tagen den Bericht der Kohlekommission zur Kenntnis genommen. Und ich finde, es ist bemerkenswert und es ist ein Meilenstein und es ist hoffentlich, meine Damen und Herren, auch ein Einschnitt für manche energiepolitische Debatte hier in diesem Hessischen Landtag. Atomkraft ist in Deutschland Geschichte. Und mit dem Bericht der Kohlekommission ist auch die Verstromung von Kohle in Deutschland auf absehbare Zeit Geschichte, meine Damen und Herren. Das Zeitalter der fossilen Energien ist vorbei. Lassen Sie uns mutig das Zeitalter der erneuerbaren Energien gestalten. Und vielleicht könnte es ja, es muss nicht diese Woche sein, es muss nicht im nächsten Plenum sein. Es muss nicht vor der Sommerpause sein. Aber vielleicht könnte nach der Sommerpause auch in den Debatten bei allen in diesem Hessischen Landtag ankommen, dass es nicht mehr um das Ob des Zeitalters der erneuerbaren Energien geht, sondern dass es nur noch um das bestmögliche Wie des Zeitalters der erneuerbaren Energien geht. Und Herr Kollege Rock, vielleicht überprüfen Sie die eine oder andere Rede, die Sie in vergangenen Legislaturperioden gehalten haben, weil die Frage, die Sie beantworten müssen, wenn Sie weiter gegen das Zeitalter der erneuerbaren Energien polemisieren, müssen Sie die Frage beantworten, wo kommt bei den Freien Demokraten eigentlich der Strom her? Solange Sie darauf keine Antwort liefern, haben Sie keinen ernsthaften Beitrag zu dieser Debatte zu leisten, meine Damen und Herren. Und wie jede grundsätzliche Infrastrukturmaßnahme wird auch der Ausbau der erneuerbaren Energien, der Ausbau der Netze mit Schwierigkeiten verbunden sein. Und natürlich wird es betroffene Bürgerinnen und Bürger geben, die das gar nicht gut finden, dass eine Infrastrukturmaßnahme bei sich in der Nähe realisiert werden muss. Das ist übrigens bei erneuerbaren Energien nicht anders wie bei jedem anderen Bauprojekt auch. Es kommt aber darauf an, diese Probleme zu bearbeiten, diese Probleme zu besprechen, aber nicht den Eindruck zu erwecken, als könne diese Entwicklung aufgehalten werden, sondern wir müssen Probleme lösen, Sorgen ernst nehmen, aber nicht immer so tun, als ginge es um das Ob der erneuerbaren Energien. Und wie gesagt, wenn wir das mit Mut angehen, glaube ich, können wir das sehr gut hier gestalten.
und mancher sollte vielleicht seine Redebeiträge aus der letzten Legislaturperiode überdenken. Neben einem ökologischen Aufbruch wollen wir auch einen sozialen Aufbruch in Hessen gestalten. Und sozialer Aufbruch bedeutet, dass alle Menschen in unserem Land Chancen haben, dass alle Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen können. Und hierfür ist eines ganz entscheidend, das ist Bildung. Bildung im umfassenden Sinne. Bildung in der Kita, Bildung in der Schule, Bildung in der Berufsausbildung, Bildung an der Hochschule. Und deshalb nimmt dieser Bereich einen ganz großen Schwerpunkt im Koalitionsvertrag ein. Wir fangen an bei der Kita. Wir wollen den Bereich der frühkindlichen Bildung weiter stärken. Und für diese Stärkung brauchen wir den Dreiklang aus Ausbau von Plätzen, aus besserer Qualität und auch von Beitragsfreiheit. Dieser Dreiklang ist unbestritten, und wir wollen bei diesem Dreiklang einen großen Schritt vorangehen. Ich weiß gar nicht, ob es so viele andere Bundesländer gibt, die sich den Satz trauen, den wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen haben. Wir haben gesagt, für jeden Euro, den wir vom Bund aus dem guten Kita-Gesetz bekommen, legen wir einen Euro Landesgeld obendrauf. Und damit das nicht so abstrakt bleibt, wir werden in der Spitze vom Bund 150 Millionen Euro für den Bereich der Kinderbetreuung bekommen. Und wir legen einen Euro Landesgeld drauf. Das heißt 300 Millionen Euro für die Verbesserung der Kinderbetreuung. Lassen Sie uns darüber debattieren, wie wir es am besten einsetzen, wie wir das Beste damit erreichen. Aber, meine Damen und Herren, lassen Sie uns bitte nicht mehr die Debatten rund um sorglos, alles ist auf einmal erreichbar, führen, sondern ganz konkret schauen, was für die Kinderbetreuung und für die frühkindliche Bildung tatsächlich am meisten bringt. Im Bereich der Schulpolitik wird uns alle ganz zentral der Ausbau der Ganztagsschulen beschäftigen. Er wird uns ganz zentral beschäftigen, weil er richtig ist. Er ist richtig für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, und er ist vor allem deshalb richtig, weil er mehr Zeit zum Lernen und mehr Zeit zur Förderung von Schülerinnen und Schülern schafft. Und ich wünsche mir, dass diejenigen, die jetzt klatschen, vielen Dank, Herr Schäfer-Gümbel, dann auch bei uns sind, weiter bei uns sind, wenn es darum geht, den Rechtsanspruch auf Betreuung von Grundschulkindern, den die Große Koalition in Berlin richtigerweise will, dann hier in Hessen auch umzusetzen. Und wir sind auf diese Herausforderung sehr gut vorbereitet. Mit dem Pakt für den Nachmittag sind wir sehr gut vorbereitet. Und ich wünsche mir sehr, dass alle kleinkarierten politischen Spielchen auf kommunaler Ebene beim Ausbau des Ganztagsangebots, beim Ausbau des Pakts für den Nachmittag endlich einmal aufhören und dass wir diesen Rechtsanspruch auf Betreuung der Grundschulkinder endlich gemeinsam verwirklichen können. Wir bringen multiprofessionelle Teams in die Schulen. Auch das ist ein sperriger Begriff. Das haben die Bildungspolitiker manchmal so an sich. Aber was bedeutet es? Wir wollen der Vielfalt unserer Schülerinnen und Schüler gerecht werden. Und die Kinder und Jugendlichen kommen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen in unsere Schule. Und sie brauchen ganz unterschiedliche Unterstützung. Und Lehrerinnen und Lehrer können ihnen viel bieten. Sie können ihnen viel mitgeben. Aber Lehrerinnen und Lehrer können nicht alles, und sie sollen auch nicht alles können müssen. Das kann niemand von uns. Und deshalb müssen wir die wertvolle, die gute Arbeit unserer Lehrerinnen und Lehrer dadurch unterstützen, dass wir auch Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen in die Schulen bringen, dass wir an den inklusiv arbeitenden Schulen feste Teams auch mit Förderschullehrerinnen und Förderschullehrern haben, mit Integrationshelfern, dass man gemeinsam im Team an der bestmöglichen Förderung aller Schülerinnen und Schüler arbeiten kann. Und genau das haben wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen. Mit 500 Verwaltungskräften wollen wir die Schule von Bürokratie entlasten. Noch besser wäre es natürlich, wenn Bürokratie gar nicht erst entsteht. Auch darum wollen wir uns kümmern. Und wir sind von einer Sache sehr überzeugt, meine Damen und Herren.
Wir brauchen für unsere Schulen eine bessere Ressourcenausstattung, wie das immer heißt, also mehr Personal, mehr Lehrerinnen und Lehrer, mehr Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, mehr Verwaltungskräfte. Aber wir müssen den Schulen auch die Freiheit geben, pädagogisch neue Wege zu gehen. Ich habe es gesagt, die Schüler sind so vielfältig, dass die eine Lösung, die auf alle passt, weniger denn je funktioniert. Und deshalb haben wir im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass wir die Schulen, die das wollen, dass wir den Schulen einen pädagogischen Aufbruch ermöglichen wollen, dass sie in ihrer Unterrichtsgestaltung etwas anders machen können, dass sie, wenn sie der Meinung sind, dass das gut für ihre Schülerinnen und Schüler ist, statt Ziffernoten andere Formen der Leistungsbewertung einführen können. Und ich betone Leistungsbewertung. In dieser Debatte geht es nicht darum, ob Leistung bewertet wird oder nicht. Es geht um die richtige Form, Schülerinnen und Schüler bestmöglich beim Erbringen von Leistungen zu unterstützen, meine Damen und Herren. Und diese Debatte kann wirklich nur derjenige für neu halten, der lange nicht mehr in Schulen war oder der seine Schulbesuche, meine Damen und Herren, sehr einseitig ausgerichtet hat. Weil wenn Sie an Schulen gehen, dann ist das, wer immer sich angesprochen fühlt, Herr Kollege Rock, den meine ich. Ja. Wenn Sie an die Schulen gehen, dann machen das Schulen teilweise schon. Oder es gibt Schulen, die sich wünschen, das zu machen. Nein, es ist kein Massenphänomen. Das hat auch niemand behauptet. Aber die Schulen, die ein solches pädagogisches Konzept haben, die das mit viel Herzblut und mit viel Leidenschaft im Interesse ihrer Schülerinnen und Schüler entwickelt haben, die sollen es endlich machen können. Und nein, sie sollen nicht mehr von der Bildungsverwaltung dabei blockiert werden, meine Damen und Herren. Und Herr Kollege Rock, zu Ihrer Beruhigung, schauen Sie sich doch die § 127 folgende des Schulgesetzes zu diesem Thema noch einmal an. Die hat damals Ihre Kultusministerin Dorothea Hensler mehr oder minder persönlich in das Schulgesetz geschrieben. Ich weiß relativ genau, wie es war. Sie hat meine Hochachtung davor, dass Sie die Paragraphen ins Schulgesetz geschrieben haben. Weil die beschreiben nämlich genau diese Selbstständigkeit, über die ich eben geredet habe. Und was wir jetzt machen wollen, ist, dass man diese Selbstständigkeit nutzen kann und dass die Schulen beim Ausnutzen dieser Selbstständigkeit auch unterstützt werden. Vertiefte Sachkenntnis verhindert auch hier manchmal die muntere Debatte. Wir wollen die Finanzierung unserer Hochschulen noch einmal verbessern. Die Trendwende haben wir in der vergangenen Legislaturperiode eingeleitet. Jetzt legen wir noch einmal eine Schippe drauf. Plus 4% bei der Finanzierung des Hochschulpaktes jährlich. Und wir setzen auch unsere Schwerpunktsetzung auf die Hochschulen für angewandte Wissenschaften fort, weil wir wissen, dass es gerade die Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind, die vielen Menschen den Weg in eine akademische Ausbildung ebnen, die sonst diesen Weg vielleicht nicht eingeschlagen hätten oder nicht hätten einschlagen können. Deshalb bleibt es dabei, wir stärken die Hochschulen insgesamt, aber mit einem besonderen Schwerpunkt auf die Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Und auch das Bauprogramm Heureka setzen wir fort, weil wir wissen, dass wir gut ausgebaute Hochschulen brauchen, in denen gut gelehrt, in denen gut gelernt, in denen gut geforscht werden kann. Und zur Bildung gehört auch immer kulturelle Bildung. Das bedeutet auch, ein lebhaftes und buntes und vielfältiges kulturelles Angebot in unserem Land vorzuhalten. Und auch hier verstärken wir noch einmal die Mittel, nicht nur für die Hochkultur, sondern auch für die vielen kleinen Initiativen, die unser Land so lebendig machen und die dafür sorgen, dass Menschen sich an Kultur reiben können, dass Menschen einen Zugang zu Kultur haben, dass Kultur selbstverständlicher Bestandteil des öffentlichen Lebens in Hessen ist. So,
Sozialer Aufbruch bedeutet, sich noch besser um Menschen in Not zu kümmern. Wir haben das hessische Sozialbudget auf den Weg gebracht, mit dem die vielen Vereine, Initiativen, Verbände, die sich um Menschen in schwierigen Lebenssituationen kümmern, verlässlich unterstützt werden können. Aber schwierige Lebenssituationen sind nichts Statisches. Der Hilfebedarf, der Unterstützungsbedarf von Menschen ändert sich. Und deshalb wollen wir dieses Sozialbudget weiterentwickeln, und wir wollen es weiter stärken mit zusätzlich 15 Millionen € in dieser Legislaturperiode. Und mit der Stärkung der Gemeinwesenarbeit wollen wir dafür sorgen, dass die Unterstützungssysteme, die Unterstützungsleistungen, die es von Bund, Land und von Kommunen gibt, tatsächlich bei den Menschen ankommen. Und auch hier, was bedeutet der sperrige Begriff Gemeinwesenarbeit? Er bedeutet, dass es in einem Quartier, wo es viele soziale Probleme gibt, wo es viele sozial benachteiligte Menschen gibt, einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin gibt, einen Kümmerer gibt, der dafür sorgt, dass das, was wir an sozialer Unterstützung, an Sozialstaat organisiert haben, tatsächlich bei den Menschen ankommt und Menschen neue Perspektiven eröffnet werden. Das Geld für die Gemeinwesenarbeit ist verdammt gut investiertes Geld, meine Damen und Herren. Sozialer Aufbruch bedeutet gleichwertige Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land. Und ich betone gleichwertige Lebensverhältnisse. Es geht nicht darum, aus Wabern Frankfurt am Main zu machen, und wir wollen auch nicht aus Frankfurt am Main Wabern machen. Jede Region Hessens hat ihre spezifischen Stärken, und diese Stärken wollen wir erhalten und ausbauen. Und wir wollen auf die spezifischen Probleme der städtischen Gebiete in unserem Land und der ländlichen Regionen in unserem Land eingehen. Und die Probleme sind höchst unterschiedlich. Wenn wir uns die Städte anschauen, dann ist ein zentrales Problem Verkehr und Mobilität. Darüber habe ich gesprochen. Aber natürlich auch die Frage des bezahlbaren Wohnraums. Und auch da würde ich mir wünschen, dass wir in dieser Wahlperiode des Landtages das Problem, was wir haben, etwas grundsätzlicher mal diskutieren und angehen. Und ja, es gehört zur Wahrheit dazu, dass wir die Aufgabe, bezahlbaren Wohnraum für alle zu schaffen, nicht von heute auf morgen werden realisieren können, so bitter und so schwierig das ist. Aber die Fehler, die in diesem Bereich über viele Jahre und nicht nur in Hessen, sondern bundesweit gemacht wurden, können wir nicht ganz schnell korrigieren. Wir können sie nicht ganz schnell korrigieren, und jeder, der etwas anderes behauptet, macht den Leuten etwas vor. Wir hatten in den 2000er Jahren eine Politik überall in Deutschland, wo öffentliche Wohnungsbaugesellschaften verkauft wurden, wo die öffentlichen Etats für sozialen Wohnungsbau zurückgefahren wurden. Und unter dieser Politik leiden wir heute in Hessen wie in allen anderen Bundesländern. Aber wir korrigieren diese Politik, meine Damen und Herren. Wir korrigieren sie, indem auch in den kommenden fünf Jahren eine Rekordsumme zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus zur Verfügung stehen wird. 22.000 Wohnungen für 66.000 Menschen ist unser Ziel der Förderung für den sozialen Wohnungsbau in dieser Legislaturperiode. Und wir wollen die Instrumente in die Hand geben, den Kommunen, aber auch den Mieterinnen und Mietern, um dem ausufernden Mietpreisen entgegenzuwirken. Die Mietpreisbremse ist schon erwähnt. Und jetzt als neues Instrument, und da hat mich sehr die Unterstützung aus der Stadt Frankfurt gefreut, als neues Instrument den Genehmigungsvorbehalt der Kommunen bei der Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentum, ein ganz zentrales Instrument. Wir erhöhen die Fördermittel, und wir schaffen die Instrumente, meine Damen und Herren. Völlig andere Situation im ländlichen Raum. Dort eine Wohnung, ein Haus zu finden, ist relativ einfach. Ich will nicht bestreiten, dass es auch da Probleme geben kann, aber im Vergleich zur Stadt schon. Aber im ländlichen Raum stellt sich eine ganz andere Herausforderung, die auch entscheidend ist für den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft, nämlich die Frage, gelingt es uns, eine Grundausstattung an öffentlicher Infrastruktur auch im ländlichen Raum zu erhalten?
Weil wie ist denn der Kreislauf, den wir in vielen Kommunen im ländlichen Raum haben? Erst reduziert sich die öffentliche Infrastruktur, das kulturelle Angebot, das schulische Angebot, das Ausbildungsangebot. Dann sagen die Menschen, ja, wenn das Angebot zurückgeht, dann ziehe ich auch weg, dann wohne ich woanders. Das wiederum führt dazu, weniger Einwohner machen es noch schwieriger, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Und hier eine Haltelinie einzuziehen, hier zu sagen, wir formulieren eine Grundausstattung an öffentlicher Infrastruktur, auf die sich die Kommunen, auf die sich die Bürgerinnen und Bürger dieser Kommunen verlassen können, um eben diesen Kreislauf zu durchbrechen, das ist die Idee des Aktionsplans für den ländlichen Raum. Eine Grundversorgung in Bezug auf medizinische Leistungen, auf öffentliche Dienstleistungen, auf schnelles Internet, auf Mobilfunk, das ist die große Idee, die wir mit diesem Aktionsplan realisieren wollen. Sozialer Aufbruch bedeutet, dass alle dazugehören, niemand ausgegrenzt oder diskriminiert wird. Und das gilt selbstverständlich für die Gruppe in unserer Bevölkerung, die die Mehrheit stellt. Das sind die Frauen. Wir wollen, dass der Grundsatz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, nicht nur in unserer Verfassung steht, sondern endlich überall Verfassungswirklichkeit wird, im Alltag, im Beruf, in der öffentlichen Verwaltung und auch in Führungspositionen, meine Damen und Herren. Das ist unterschiedlich ausgeprägt, wie es schon gelungen ist, wenn ich gerade die Hinweise des Kollegen Boddenberg richtig gesehen habe. Mit der Antidiskriminierungsstelle leisten wir weiter einen Beitrag, um jegweder Form von Antidiskriminierung entgegenzuwirken und für die von Diskriminierung Betroffenen eine verlässliche Anlaufstelle zu schaffen. Der Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt wird weiter dafür sorgen, und der Ansatz wird ausgebaut, dass niemand aufgrund seiner sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität sich in Hessen benachteiligt, diskriminiert, schräg angesehen oder was auch immer fühlen muss. Es wird auch endlich Zeit, meine Damen und Herren. Und unsere Integrationspolitik zeichnet ein sehr einfacher, aber weitreichender Satz aus. Es kommt nicht darauf an, wo du herkommst, sondern wo du hin willst. Und damit ist genau der Ansatz beschrieben. Wir wollen Menschen, die hier dauerhaft in Hessen leben können, dabei unterstützen. Wir wollen, dass sie gut ankommen. Wir wollen, dass sie sich in die Gesellschaft integrieren können. Aber wir erwarten natürlich auch, dass sie sich an die Regeln halten, die in unserem Land gelten. Meine Damen und Herren, das neue Jahrzehnt soll ein Jahrzehnt des ökologischen und sozialen Aufbruchs sein. Aber dieses Jahrzehnt wird für uns auch viele neue Herausforderungen in Bezug auf das Verhältnis zwischen Freiheitsrechten von Bürgerinnen und Bürgern und dem Sicherheitsbedürfnis von Bürgerinnen und Bürgern bereithalten. Und deshalb ist es wichtig und richtig, dass wir unsere Polizei personell und sächlich besser ausstatten. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir das Personal bei unseren Gerichten in der Justiz weiter ausdehnen. Weil ein handlungsfähiger Rechtsstaat ist wichtig für das Vertrauen der Menschen in das Funktionieren des Rechtsstaats. Wir brauchen nicht immer neue Gesetze, aber wir brauchen das Vertrauen, dass bei einem Regelverstoß, bei einem Gesetzesverstoß schnell etwas passiert, dass die Polizei schnell da ist, dass die Gerichtsverfahren schnell gehen. Und diesem Ansatz folgen wir mit dem Koalitionsvertrag. Und am besten ist es natürlich, wenn eine Straftat gar nicht erst begangen wird. Und deshalb investieren wir noch einmal mehr in den Bereich der Prävention, schaffen ein neues Netzwerk Prävention, in dem die vielen Initiativen, die es in Hessen schon gibt, gebündelt wird und ihre Arbeit noch besser koordinieren wollen. Und wir wollen dem aufsteigenden Extremismus, vor allem dem Rechtsextremismus, entschieden entgegenwirken, indem wir die vielen Demokratieprojekte
besser fördern, ihre Arbeit stärken und zu Beginn dieser Wahlperiode noch einmal ausdrücklich sagen, sie haben unser volles Vertrauen und sie leisten eine unverzichtbare Arbeit. Wir sehen mit großer Sorge, dass sich in den vergangenen Wochen und Monaten rechtsmotivierte Straftaten, rechtsmotivierter Extremismus ausweiten. Meine Damen und Herren, ich bin sehr erschrocken, wenn ich in den letzten Wochen sehr nah beieinander lesen muss, dass es Drohbriefe gegen das Kind einer Frankfurter Anwältin gibt, gegen das Leben des Kindes einer Frankfurter Anwältin, gegen die Anwältin selbst, dass sich Berichte häufen über solche rechtsextremen Straftaten, dass Gerichtsgebäude in Hessen geräumt wurden, weil wer auch immer meinte, einen Drohbrief schicken zu müssen, der unterzeichnet war mit nationalsozialistische Offensive, dass die Briefe an die Frankfurter Anwältin unterschrieben sind mit NSU 2.0. Das kann eine gnadenlose Geschmacklosigkeit sein, einen Brief so zu unterschreiben. Aber wir müssen alles tun, um sicher zu gehen, dass es eben keine rechtsterroristische Struktur ist, die sich hier in unserem Land eventuell wieder entwickelt. Wir müssen alles dafür tun, das vollständig aufzuklären und zu schauen, welche Strukturen gibt es, wachsam zu sein und alles dafür zu tun, dass es keine Strukturen NSU 2.0 in unserem Lande gibt. Und das tun wir im Interesse der Polizistinnen und Polizisten, weil die Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten, die übergroße Mehrheit, macht einen unglaublich verantwortlichen, einen unglaublich tollen Job im Interesse von uns allen. Und deshalb geht es darum, die schwarzen Schafe zu identifizieren. Hier darf es keine Kumpanei geben, sondern das muss aufgeklärt werden, damit wir die redlichen Polizistinnen und Polizisten schützen und sie weiter unsere volle Solidarität haben, meine Damen und Herren. Das neue Jahrzehnt wird ein Jahrzehnt der Digitalisierung. Wer wollte das bestreiten? Wer wollte das bestreiten? Und natürlich geht es bei Digitalisierung um Technik. Ist die Breitbandversorgung überall gut? Ist die Mobilfunkversorgung überall gut? Wie geht es mit dem Ausrollen von 5G? Gar keine Frage. Aber es geht bei der Digitalisierung auch darum, ob alle in diesen Prozess mitkommen, ob alle Chancen haben, ob alle teilhaben können. Deshalb wünsche ich mir sehr, dass in dieser 20. Wahlperiode Debatten über Digitalisierung auch über Technik geführt werden, aber sie auch über soziale und über ethische Fragen diskutiert werden. Wem nutzt die Digitalisierung? Bloß weil etwas digital wird, wird es ja nicht besser. Und es gibt auch Menschen, die sich Fragen zur Digitalisierung stellen. Wenn für einen Arbeitnehmer sein Arbeitsplatz aufgrund der Digitalisierung wegfällt, wird seine Begeisterung für Digitalisierung relativ begrenzt sein. Und es ist unsere Aufgabe, den Transformationsprozess zu beschreiben. Wir wollen und wir werden da nichts aufhalten. Aber es ist unsere Entwicklung, es ist unsere Verantwortung, das tatsächlich zu gestalten. Oder die Begeisterung von älteren Menschen über Online-Banking ist relativ begrenzt, wenn gleichzeitig dann die Bankfiliale im Ort nicht mehr da ist und Sie sich fragen, wo mache ich meine Bankdienstleistung? Und auch das gehört zu einer Debatte über Digitalisierung dazu. Ja, die Chancen nutzen, aber die Risiken auch sehen und am Ende dafür Gewähr tragen, dass die Digitalisierung den Menschen nutzt und nicht die Menschen an die Digitalisierung angepasst werden, meine Damen und Herren.
Frau Sinemus, Sie haben diese Herkulesaufgabe, das alles zu gestalten. Ich dachte, ich packe Ihnen noch einmal ein bisschen was drauf, was da jetzt alles noch zu gestalten ist. Sie haben vor allem die Aufgabe, das große Thema Digitalisierung zu versöhnen mit der öffentlichen Verwaltung. Und Digitalisierung und öffentliche Verwaltung, na ja, das sind keine natürlichen Freunde, würde ich mal sagen. Es sind keine natürlichen Freunde, weil oftmals wird es unglaublich teuer oder es wird oftmals oder manchmal unglaublich kompliziert. Aber Frau Sinemus, wir haben volles Vertrauen, dass Sie es schaffen, dass es diesmal anders kommt. Insofern herzlich willkommen in der Hessischen Landesregierung. Ein herzliches Willkommen auch an die anderen beiden neuen Mitglieder der Landesregierung, Angela Dorn und Kai Klose. Wir wünschen auch euch sehr viel Erfolg bei der Gestaltung der wichtigen Themen, für die ihr jetzt in der Landesregierung verantwortlich seid. Und Herr Kollege Schäfer-Gümbel, weil Amtszeit für uns kein Gradmesser für Qualität ist, freuen wir uns selbstverständlich auf die spritzigen, auf die neuen, auf die tollen Ideen der Ministerinnen und Minister und des Ministerpräsidenten, die dieser Landesregierung schon länger angehören. Auch hier freuen wir uns auf die Zusammenarbeit. Ein letzter Gedanke, meine Damen und Herren. Wir gestalten die 20er Jahre eines neuen Jahrhunderts. Und lassen Sie uns bitte alles dafür tun, dass die 20er Jahre dieses Jahrhunderts nicht so werden wie die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Wir sind weit davon entfernt, Zustände wie in der Weimarer Republik zu haben. Gott sei Dank. Die Weimarer Republik ist unter anderem daran gescheitert, dass ihr die Demokratinnen und Demokraten ausgegangen sind. Und auch davon sind wir Gott sei Dank sehr weit entfernt. Aber wir erleben seit einiger Zeit eine Entwicklung, dass das Eintreten für Demokratie, dass das Akzeptieren von demokratischen Spielregeln, dass der Umgangston untereinander sich doch sehr deutlich verändert haben. Und lassen Sie uns alle gemeinsam dafür wirken, dass sich eine Haltung nicht ausbreitet, die sagt, Demokratie ist nur dann, wenn ich Recht bekomme. Demokratie ist nur dann, wenn meine Meinung zählt. Demokratie ist nur dann, wenn mein Interesse durchgesetzt wird. Weil das ist ein Anfang eines Prozesses, wo wir die Gesellschaft nicht mehr zusammenhalten können. Also lassen Sie uns alle gemeinsam dafür werben, dass wir dem anderen zuhören. Wir müssen seine Meinung nicht teilen, aber wir sollten ihm erst einmal unterstellen, dass er es gut meint. Und wir sollten versuchen, Kompromisse zu finden in unserer Gesellschaft, denn nur so können wir die Gesellschaft dann tatsächlich zusammenhalten. Nicht mit immer mehr Egoismus, nicht mit immer mehr Demokratie, das bin nur ich, sondern Demokratie, das sind immer auch die anderen und das ist immer auch die Meinung der anderen, meine Damen und Herren. Und dann breitet sich in unserem Land leider immer stärker Hass und Populismus aus. Und ich rate dazu, Hass und Populismus und denjenigen, die sie vertreten, nicht mehr Beachtung zu schenken als unbedingt notwendig. Ich rate dazu, ihnen etwas entgegenzusetzen. Und das ist Mut und Zuversicht. Mut und Zuversicht, dass wir die Probleme in unserem Land gestalten können. Und dazu wollen wir in dieser 20. Wahlperiode des Hessischen Landtags einen entschiedenen Beitrag leisten. Mut und Zuversicht sind die Antwort auf Hass und Populismus. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Thank you.